Ja, wie ich vermutet habe, ist ein präpariertes Meerschweinchen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel? 12, ja, ab 12. Okay, ich meine, heutzutage ist es ja, weil ich verstehe im Spiel so, aber. Ja, mein Gott, das ist nicht so schlimm oder so, Quatsch, aber. Ja. Ab 12 kann man es noch lassen, ja. Man hätte nichts gesehen oder so. So, kann man das vielleicht austauschen jetzt? Gehen wir nochmal in ein Schloss ins Treppenhaus. Nein, Quatsch, hier, Klosterflur war das. Ja, okay, ja, 12. Mein Gott. Sollte halt kein Sensibelchen spielen. Noch kein Tierschützer. Ah, okay. Gibt's Schlimmeres. So, kann man das jetzt vielleicht mit Adlermodell austauschen? Hier das Meerschweinchen mit Adlermodell. Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Aha. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Okay. So. Ach, das Adlerding haben wir jetzt gar nicht mehr. Okay, schade. So, und jetzt werde ich nochmal das hier probieren, das Rätsel. Und zwar. Nochmal das Notizblock. Na, ich würde einfach sagen, tun alles nochmal kurz weg. Okay, also mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn sie helfen mir immer zu großer Stärke. So, und der Stärke gilt jetzt. Ach nein, Quatsch, das war jetzt. Der Bär muss Stärke hat. Heroische Taten kann ich jeden Tag vollbringen, an dem ich nicht traurig war. Heroische Taten nicht traurig. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Wut im Bauch, keine großen Stärke. Kokosnüsse immer zuverlässig, bewahrten mich immer vor Zuverlässigkeit, vor Schläfrigkeit. Kokosnüsse, nicht schläfrig. So, und jetzt habe ich es doch gemacht. War niemals traurig mit Äpfeln, mit großer Stärke. Ich kann mich immer vorbringen. Traurig. Nicht traurig war. Ja. Okay. So, jetzt sehen wir vielleicht auch noch mal an. Zack. Ja. Ich verstehe es nicht. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn das verhalf mich zu großer Stärke. Heroische Taten konnte ich immer nur in den Tagen vollbringen, in denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Ja, stimmt doch. So, bin auch nichts. Entschuldigung. Das noch leicht. Das vierte kenne ich ja auch schon, aber. Aber ich tue es erst mit den ersten drei probieren. Muss auf jeden Fall nie fröhlich mit Äpfeln. Aber nie wütend auf eine Banane. Aber auch nicht traurig bei einer Banane.
Und er war fröhlich mit Kokosnüssen. Dann müsste das hier theoretisch stimmen bis jetzt. Ja, und der Rest? Ja, toll, ich kann halt... Heroische Taten konnte mit Wut im... Ja, ich weiß, ich kann es lesen. Sorry, aber hier habe ich keine Ahnung. Einfach jetzt mal X oder so. Was war das jetzt? Wut, nie große Stärke. Und X. Und X. Alter, wenn es ein X war, dann muss das ein Haken theoretisch sein. Ja, und mit den Banane weiß ich ja nichts. Da habe ich keine Ahnung davon. So, ist richtig. Ach, scheiße, ich geh weg. Hey, ich habe keine Ahnung, Mann, überhaupt keine Ahnung. Ich will jetzt eigentlich erstmal die anderen Sachen finden. Da rein können wir ja nicht. Emotion essen. Und das andere. In den Schlafsack. Da nochmal rein. Da war auch nichts Besonderes. Tja, jetzt stehe ich ein bisschen dumm da. Kapelle, Brunnen, Kantine. Sonst gibt es ja da unten nichts mehr. Jetzt gehe ich vielleicht nochmal hoch. Vielleicht hat die ja schon das Tierbein noch fertig. Ach, scheiße. Ach, hier sind Emotionen. Wütend, traurig, fröhlich. Ach, dann nehmen wir die gleich mal mit. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. Okay, ich brauche erstmal einen Schraubenzieher oder einen Schraubenzieherersatz. Und habe ich sowas? Murmeln, Banane. Nö. Schlafsack, Klosterflur, Klosterflur. Mal hin, vielleicht hat es ja schon fertig. Ach, sie hat sogar schon fertig, ist ja wunderbar. Kann man es auch gleich mitnehmen. Ah, wunderbar. Okay, ich glaube, man hat ihnen noch irgendwas anderes zu sagen jetzt. Ich bin so aufgeregt. Ich muss unbedingt wissen, wie mein neues Banner angekommen ist. Okay, dann hängen wir es mal auf. Mal gucken, wie die Oberin reagiert, wenn wir jetzt mit einem Meerschweinchen-Banner aufkreuzen. In die Kantine. Okay, Meerschweinchenbanner, freie Fläche. Ah, endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na warte! Die kann aber was erleben!
Okay. Ich würde mal sagen, da rennen wir gleich mal hinterher. Bisschen. Jetzt kriegt mal die ach so tolle Schülerin mal ein bisschen Stress. Bidum, bidum, bum, 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 bidum. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deiner ganzen Auszeichnung, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papadapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid. Ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Oh, die Arme. Okay. Ach, jetzt die Vitrine offen. Jetzt können wir ja bestimmt die Angst da auch mitnehmen. Und die ist jetzt schwer am Schuften. Können wir mit der reden nochmal kurz. Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Okay, was haben wir hier? Ein Grizzlybär-Modell. Okay, und ein Stachelschwein-Modell. Und ein Raufaser, eine Raufaserleinwand. Und ein Hirschmodell, okay. Jetzt haben wir die drei Dinger nicht. Ach, okay. Jetzt fehlen uns noch die Masken. Jetzt haben wir den Hirsch, den Bär und alles. Die Masken. Den kann man nicht entlang. Nö, das hatten wir alles schon. Poki, den hatten wir noch nicht. Ja, der Gang zum Klassenzimmer ist nicht nur einer der schönsten, sondern auch sicherlich der romantischste Screen im ganzen Spiel. Hier spielt sich eine kleine, aber feine Liebesgeschichte später ab. Natürlich ist Lilly, ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, auch wenn er möglicherweise jetzt gerade noch gar nicht im Bild ist, wenn er jetzt schon im Bild ist, dann steht er schon da, aber wenn er noch nicht im Bild ist, dann steht er erst später da. Der Kapu, einer von den sogenannten Schulrabauken, aber der unrabaukigste von allen, stehen. Und Kapu heißt Kapu, weil er quasi an der Balkonszene beteiligt ist später im Spiel, die halt so ein bisschen Romeo und Julia-Feeling aufkommen lassen soll. Und deswegen ist es eine Kurzform von Capulet, wie auch immer. Ihr wisst, die eine Familie in Romeo und Julia halt. Schlagt es doch selber nach, verdammt. ja, aber dieser Raum war skripttechnisch, so einfacher er auch aussieht von der Perspektive her, doch eine große Herausforderung. Erstmal, weil Lilly den Screen später halt auf verschiedene Weise benutzt, aber eben auch, weil die Walkmap hier unten im Bogengang extrem schmal war und eigentlich ja keine tatsächliche Richtung hat. Und es aber trotzdem eine Perspektive gibt, obwohl der Boden eigentlich komplett gerade ist. Es ist ziemlich schwierig, Lilly dazu zu bringen, dort richtig zu skalieren. Erstmal, weil sie halt so gut wie keine Bewegung auf der Y-Achse hat, als auch sie halt überzeugend halt da langlaufen zu lassen. Dazu kam, dass plötzlich ein ganz merkwürdiger Bug auftauchte, den wir einfach lange Zeit nicht gefunden hatten, aber eben nicht die Ursache dafür gefunden hatten. Und zwar tendierte Lilly dazu, wenn man einfach normal auf den Ausgang links klickte,
und dann halt irgendwo ins Bild, tendierte sie dazu, einfach die Walkmap zu verlassen und plötzlich wild im Screen rumzulaufen. Man konnte sie einfach so übers Dach steuern und überall hin. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und wir haben den Fehler ganz, ganz lange nicht gefunden, bis wir dann halt auf die merkwürdige Idee gekommen sind, dass tatsächlich die Schmalheit der Walkmap eine Uneindeutigkeit in der Engine halt irgendwie verursachte, dass Lilly im spitzen Winkel der Walkmap plötzlich halt irgendwie außerhalb der Walkmap stand, weil es da um halbe Pixel ging oder so. Ich verstehe es selbst nicht. Ich kenne mich ja mit sowas nicht aus. Aber wir haben es Gott sei Dank behoben bekommen und Lilly bleibt jetzt brav in der Walkmap und geht hier von links nach rechts. Links nach rechts und von rechts nach links. Wie sie soll. Braves Mädchen. Okay. So, und ich wollte jetzt einfach nochmal mit dem Notizblock probieren, dem Rätsel, weil ich verstehe einfach nicht, was ich jetzt groß falsch mache. Notizblock. Alles nochmal weg. So. Also, mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Er war nicht traurig. Denn nur sie verhalfen mir immer zur großen Stärke. Stärke? Ja. In heroischen Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Heroische Taten, nur an Tagen, an denen er nicht traurig war. Okay, er war nicht traurig. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Also mit Wut im Bauch konnte nie große Stärke beweisen. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Das heißt, er war nicht schläfrig, als er Kokosnüsse gegessen hat. So. Jetzt habe ich die drei Tipps doch gemacht. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Ja, das heißt, wenn niemals traurig war, war er entweder fröhlich oder wütend. Aber er war dann eher heroisch oder schläfrig. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Also heroische Taten konnte er immer nur an den Tagen vollbringen, an denen er nicht traurig war. Entschuldigung. Es müsste ja dann so sein. Jetzt haben wir aber schon los. Das muss jetzt mal reichen. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Er konnte nie große Stärke beweisen. Das heißt aber, dass er schon heroisch war, ja. Kokosnüsse bewahrten mich davor. Das heißt aber dann auch so oder so. Wieso gehst du da nicht auf? Also ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, ich werde hier jetzt mal eine Aufnahmepause machen und ein bisschen offscreen erstmal ein bisschen weiter rätseln, weil sonst dauert es noch 100 Jahre. Ich glaube, das bringt einfach nichts. Also ich mache jetzt hier eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss.